So, da sind wir jetzt wieder. Völlig planlos immer noch, was ich hier tue. Aber wir versuchen es bestmögliche draus zu machen. Müssen wir da mal nochmal reingucken. Was ist das jetzt? Okay, die Sachen hier sind jetzt alle soweit in Ordnung. Das hier natürlich noch nicht. Das muss ich mal nochmal rausfinden, wie das funktioniert. Kriege ich aber auch noch raus. Misthaufen, Milchtank. Ich hätte schon ein bisschen Milch. Dann könnten wir auch mal überlegen, die Milch wegzubringen, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen dran. Okay. Gülle könnten wir auch ausbringen. Da wollte ich eigentlich auch noch Gülle ausbringen. Kaufen. Jo. Bei den Schweinen. Gut, Wasser. Wasser ist überall noch da. Silber gehört auch noch da. Stroh allerdings nicht. Deshalb gucken wir mal, was mir jetzt da drüben liegt. Ein Heuballen. Drüben liegt noch ein Strohballen. Jetzt nehmen wir einfach mal noch zwei Ballen mit hier. So. Das geht so. Nee, geht nicht so natürlich. War ja klar. Warum auch? Soll das mal funktionieren hier? So. Okay, zack. Aber er ist schon ein bisschen schwach hier. So. Zu den Schweinen müssen wir darüber. Da weiß ich jetzt allerdings auch nicht so richtig, wo das Stroh hin muss. Ich glaube, es muss hier hin, aber ich bin mir nicht ganz sicher, oder? Ne, es muss nicht hier hin. Ne. Da müssen wir nochmal gucken. Wieder hier. Hier kommt, ja. Oh. Okay. Ja, hier geht's nicht. Da drüben geht Wasser, das weiß ich. Aber Stroh. Müssen wir mal kurz aussteigen. Oh, ich glaube auch nicht ganz gesund hier. Was geht denn jetzt hier? Ich weiß nicht, wo ist Stroh. Das müsste doch. Ah, Moment. Da war gerade irgendwas. Ach, Lichtschalter. Die hätten wir heute gestern Nacht brauchen können. Also hier ist auf jeden Fall die Gülle. Aber wo muss ich das Heu hin? Stroh hin. Muss das auch hier hin? Ne, hier ist bloß Wasser. Hm. Aber die braucht noch auch Streu. Stroh. Ja. Die Frage wird sein, wo? Ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt mal eins geschwind. Wir schmeißen sie kurz hier runter. So. Fahren kurz raus und nehmen bloß mal einen mit. Dann gucken wir mal mit einem, weil mit den zwei ist schon ein bisschen viel Gewicht. Okay. So. Wo das jetzt hinkommt. Also ich könnte. Also hier. Hier auf jeden Fall nicht. Da hier geht's nicht. Aber ich vermute, dass es hier irgendwo gehen muss. Der dann runterfallen. Klar, da muss ich mir nochmal reinlesen. Ich habe keine Ahnung. Hier. Wir gucken jetzt hinten mal noch bei dem Wasser. Aber ich glaube es nicht, dass es da hinten beim Wasser ist. Das wäre unlogisch. Ah, okay. Das ist beim Wasser. Ah, ja. Okay. So viel zum Thema. Ich glaube, da wird sicherlich jetzt schon ein paar geguckt haben und sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Oh,
woher soll ich es denn wissen? So, nochmal da rein. So. Oh. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Warum nicht? Komisch. Ging doch gerade noch. Da war das da hinten dann so. Sorry, das muss ich jetzt einfach machen hier. Ich blick's nämlich gerade, ehrlich. Ich, oh, nein, oh, geh doch mal weg. Oh. So. Das kann doch jetzt nicht sein. Sag mal. Hier hinten habe ich doch hingekippt. Nö, nimmt er nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Er hat es doch gerade hier genommen. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder sind sie voll? Ach, sie sind voll. Reicht ein Ballen oder was? Okay, so viel zum Thema. Sorry, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. So. Ah. Oh. So. Kann ich eigentlich auch. Oh nee. Oh. Shit. Okay. Oh, gehen wir das mal ein bisschen anders an. Ich glaube, ich. Ich glaube, die Gabel ist einfach ein bisschen zu groß dann. So. Was ist jetzt wieder los? Auch hier hängt fest. So. Okay. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Geht das jetzt so? So. So. Okay. Wo soll ich jetzt hinfahren? Brauch den Platz hier. Fahren wir auch mal kurz raus. So. Ah, klar, das ist zu schwer. So. Raus. Ich glaube,
Es ist sinnvoller, wenn wir uns die kleine Gabel nehmen. Schaffen. Halt, müssen ja hier hin. Ich sehe schon. Planlos auf dem Bauernhof. Okay. Nein. So. Und jetzt einfach so. Feingefühl fürs Grobe. Aha. Witzig. Okay, können wir das jetzt einmal fahren? Okay. Okay. So. Okay, was raus damit? Okay. Mal, wenn die Folgen dann online kommen, was ihr noch gar nicht wisst, ich habe hier effektiv nur eine eigentlich eine 16.000er, die aber nur ja, soll ich sagen, lächerliche 9 Mbit nur rauskommt. Zum Glück habe ich noch einen Zweitanschluss, über den zumindest ich dann immerhin 2 Mbit Upload kriege. Allerdings, ja, 2 Mbit bei Filegröße von ca. 2,5 bis 3,5 GB, die wo das auch haben, die wissen, wie lange man da benötigt, um so 2, 3, 4 GB hochzuladen. Ja, deshalb dauert mir der Upload effektiv auch so 2-3 Stunden locker. Aber egal, das machen wir nicht alles. Ich hoffe auf Besserungen bald, was weiß ich, in 1-2 Jahren. Soll bei uns dann auch mal Glasfaser kommen. Und dann soll es ja alles viel, viel besser werden. Ich hoffe, dass es so ist. Allerdings auch erstmal bloß mit 50 Mbit und 10 Mbit Upload. Ich hoffe, dass wir das dann auch hier haben. Dann gehen die Videos doch ein bisschen schneller hoch. Aber ich denke, die, wo das hier sehen und genauso miserablen Upload oder Download haben, mir geht es ja nicht mehr um den Download, um das geht es mir gar nicht. Aber um den Upload, das ist mir schon relativ wichtig, gerade bei dieser Videosache hier. So. Naja, funktioniert doch so langsam. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, einen kann man auf jeden Fall noch hin tun. Ja. So. Dennoch. Musik rum drauf. Egal, kriegt man auch hin. So. So, ich würde jetzt sagen, dass ich das jetzt hier voll offline mache, weil das ist mit Sicherheit ewig langweilig für euch. Würde ich mal fast behaupten. Ich hoffe, dass in nächster Folge dann etwas besser läuft alles.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, ciao.